Gut, so. Und damit, hi Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem von Greyhill Incident. Schön, dass ihr mit dabei seid, Bock habt. Boah, ist laut gerade. Jo, wir sind an unserem Haus. Wir haben im letzten Video ja genau hier aufgehört. Und haben auch die Katze hier eben wieder zurückgebracht, die ja irgendwas Komisches im Kopf hat. Der Typ hat irgendwie vorausgesehen, dass sie kam. Oder ist sogar auf einer geblieben. Und ja, im letzten Video kam auf jeden Fall die erste Alien-Invasion. Da steht sogar noch ein Raumschiff. Stimmt, ich habe ja noch zwei Knarren. Eine Knarre mit drei Kugeln. Da ist das gute Alien-Schiff. Ist hier im letzten Video gelandet. Nachdem wir mit dem Typen in seinem Wohnwagen hier vorne gequatscht haben. Und jetzt sind wir eigentlich mehr oder weniger da. Ja, doch, muss überlegen, was müssen wir noch machen? Doch, wir müssen jetzt die Bretter dieser Bude hier, die Fenster dieser Bude verbrettern, also unseres Hauses. Aber dazu müssten wir Nägel aus einem Nachbargebäude holen. Beziehungsweise vom Nachbarn. Wenn der nicht auch schon entführt wurde. Stimmt, halt! Ich habe ganz vergessen zu sagen, dass der Sohn von dem Hauptcharakter, also der Person, die wir spielen, auch schon von den dämlichen Aliens entführt wurde. Das ist nämlich auch sehr so ein wichtiger Fakt. Ja, ich muss sagen, letztes Video, mich hat das Spiel echt schon begeistert noch nicht, aber. Test. Can you hear me? Hello? Over. Yeah, I can hear you. By the way, I found a gun in that crashed squad car back there. Let's hope I don't have to use it. Great. But be quiet and sneak around. It's dangerous if they hear the shots and see you. Also, avoid using the flashlight. The Greys could see it immediately. And take note, it's important that they don't follow you into a house. If they do, we're screwed. If it becomes dangerous, hide in a car, a trash can, or something else. Yeah, great. Trash cans. Brandon would love to see that. Okay. Good luck, Ryan. I'm waiting for you. Nice. Jo, was soll ich gesagt haben? Es hat auf jeden Fall eine ziemlich geile Atmosphäre, muss ich sagen. Und genauso ein Feeling wie so ein typischer amerikanischer 90er-Jahre-Alien-Film. Und deswegen, ich finde es eigentlich voll mega interessantes Spiel jetzt hier. Bin gespannt, wie sie es aufgebaut haben. Auf jeden Fall. Mit unserer Taschenlampe hier. Komme ich da nicht drauf? Guten Tag, jemand zu Hause? Man hört auf jeden Fall was. Mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, welches Haus das war. Der zweite, glaube ich, ne? Ja, bin mal gespannt. Ich kann mich in Autos und Mülltonnen verstecken. Oder ich verklopse. Ich habe ja schließlich einen Basie. Und eine Knarre. Also, aber ich würde aber die drei Kugeln jetzt nicht unbedingt verbrauchen. Damn it. Bratuna, Alter. Jungens. Spann dich. Jetzt haben sie auch schon die Stromversorgung, beziehungsweise Telefonleitung zerkloppt. Ja, ich glaube, da war Strom. Also, nicht von dem Alien erwischen lassen. Auch zu. Junge, welche Bude war das denn? Die sind doch alle zu. Gibt's irgendwie. Finde einen Weg in ein Haus des Kriegs und hol die Nägel. Ja, aber welche Bude war das denn nochmal? Ja gut, hat sich ja dann schon erledigt, wa? Aber ist jetzt auch nicht kaputt. Okay, das ist ein bisschen stumpf. Aber nicht tragisch. Ja, dann wieder da wird sein. Nee, kein Name an der Tür. Deiner. Ja, da komm ich nicht hin. Gut. Es ist zu ruhig. Es ist viel zu ruhig.
So ein bisschen stumpf, dass er nur so einmal so schlagen kann, so einmal so alle paar Sekunden. Anstatt dass er voll. Ich weiß nicht, ob das ist, oder? Wie ist da was? So. Na, komme ich tatsächlich rein. Jetzt spielt sich aber sehr gut, muss ich sagen. Die Steuerung ist richtig schön entspannt, flüssig, easy peasy. Macht auf jeden Fall Bock, ey. Ich habe halt das Gefühl, dass das Ding nicht so lange geht. Ich bin mal gespannt, wo dann SCL denn auftaucht. Alter, ich muss auch mein Handy ausmachen, wa? Das blendet ja wieso. Scheiß Snapchat, ey. Kriegst einmal eine Nachricht angezeigt und dann kriegst du mal so einen halben Blendschock. Eine halbe Blendgranate. Boah, Kugeln. Was zum Fick ist das? Da steht sogar eins. Kann ich die Fick verkloppen? Boah, diese Schaukel. Wo ist das Vieh? Invasoren von Matt Danger, Alien Encounter Buch. Was denn da jetzt rum? Ein Haar. So. Die Question ist, wo ist das Vieh? Ich habe jetzt auch nicht Bock auf eine Konfrontation, muss ich sagen.
Matrix, wie kommt er noch hier rein? Kurz, haben wir schon mal eins gesehen. Wieder, wie wollen nicht der Letzte sein? Aber ich habe ja 5 Kugeln und ein Basie. Ich weiß aber nicht, ob die so stark sind. Ich habe mich jetzt keinen Bock, dass sie jetzt hier einen auf so ein Mikro-Ding davon Aliens machen. Wie bei Alien Isolation. Dass sie auch nicht tötbar sind oder unsterblich sind. Ich habe sogar eine Ausdaueranzeige, sehe ich gerade. Okay. Und jetzt chillt hier draußen einfach ganz entspannt. Junge, was ist denn noch? Great, Ryan, you've got him. I've got some ammo. Take it. Ryan, are you there? Brandon, I'm here. Aliens everywhere, Ryan. They're trying to get inside my house. Rachel, go to your room. Hide under your bed. My house is boarded up, but I'm not sure if this helps. I need help, Ryan. Oh, no, the windows. Brandon! Brandon! Brandon, hang on! I'm coming! Okay, Ryan. Go to Brandon. He needs your help. In the meantime, I'll try to get my caravan working. They disabled all the cars in Greyhill. Maybe I should turn around. Was denn mal Brandon, Alter? Der steht aber ganz schön entspannter. Zu entspannt. Ich glaube, das ist hier auch nicht richtig, oder? Weiß aber nicht. Aber da war ja, das Haus kam ich ja nicht rein. Beziehungsweise, das kam ich rein, im anderen kam ich ja nicht rein. Na gut. Hello. Can anyone hear me? Hello. Please. Hello. I can hear there. You. My name's Ryan. Who is this? My name's Appone. Thank God you're here. I'm injured. I'm trapped in a barn. Jesus, what's that smell? Who are you? And which barn? There's tons of them. I'm not sure. I just woke up here. I can't remember what happened before that. You said your name is Ryan, right? I have to tell you something. The government, they know everything. They knew the invasion.
investigation was happening here. They're gonna cover it up, like they always have. I'm sorry. I got here too late. Shit! Listen, Ryan, you have to get as much tinfoil as you can. At least 5 rolls. Hello? Hello? I think that was that cop that crashed his car. How does he know all of this? Where the hell am I gonna find all that foil? Ich find's gut, dass sie ein bisschen mit den Lampen gemacht haben. Man soll jetzt irgendwie eine Karte oder Hinweisen einfach hier so rumlaufen mit, um dann die Lampen dahin zu stellen. Finde ich ganz cool. Fünf Rollen Alufolie, Alter. Ah, da haben wir schon eine. Also kann man sich dann gegen die Viecher nicht wehren. Oh, oh. Oh, da steht eins. Was ist ein Drecksvieh? Das Ding ist, kommt da Drecksvieh hier gleich rein? Nummer 2. Kaffee im Ding? Ja, Junge, du hast ja richtig Bock, wa? Kaffee auf Nachttischrinkchen? Jetzt kommt das 40 rein. Oh, pissig, du Mistvieh. Dings, da muss ich hin. Hier müsste man die Viecher mal erschießen, ha? Alter, den habe ich ja gar nicht gesehen. Eine Einzimmerbude hier.
habe ich denn jetzt? 3 oder 4? Ich habe jetzt vergessen mitzuzählen. Keine Kugeln. Auch so eine Hackfresse, die herumrennt. Bam. Komm her, du dummes Mistvieh. Oh, ey. Boah. Nein! Entführt. Na toll. Aber sag nicht, ich muss jetzt den ganzen Bums nochmal neu machen. Ah, natürlich. Bin ich denn jetzt hier? Ach so, hier bin ich. Armor Saver. Ja klar. Man kann sie töten, aber schwierig. Lacht da immer eine Rolle. Ist halt ein bisschen umständlich, wenn du schießen willst. Dann duckt er sich meistens. Also ich drücke dann automatisch schon mal den linken Knüppel rein und da duckt er sich. Fünf Schuss, also 2 Helden, jetzt können wir killen. Man braucht ja meistens immer so 3 Stück. Also 3 Kugeln. Hey, komm, wir kommen nicht weiter. Das ist einfach nur so ein Ausweichplatz gewesen, dass das Alien hier mal ein bisschen rumrennt. Das hat mich tatsächlich gesehen. Oh.
Vieh, du dummes Vieh. Oh, warte jetzt. Tja, konnte ich jetzt auch nicht reagieren. Mann. So, sind auf jeden Fall jetzt richtig einfach zu killen. Oh, das heißt richtig einfach. Außer Gefecht, der Basie. Mehr macht er nicht. Wieso hast du dich jetzt hingehockt? Boah! Musik, Alter. Aber gut, jetzt haben wir sie. Okay, das sah gerade komisch aus, was er damit so eine Hand gemacht hat. Eins müsste, glaube ich, nur so rumgeistern. Boah. Alter, verteil! Stressig. Ist das viel erledigt? Ich häng fest. Ich sicher sterbe mal so nicht, wenn ich die mit dem Baseballschläger verklopfe.
Ding ist, wo soll ich jetzt hin? Da steht der dumme Vieh. Zwei Stück Geister hier noch rum. Ne, da ist er sogar. Open. That should be enough. I should check in on Amy. She has to be in the diner. Tinfolie. Ach, guck mal, mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Amy? She should be here. Wahrscheinlich ist sie auch entführt worden, so wie alle anderen. Will ich erst mal sagen. Ein paar Patronenkugeln wären wohl cool, wa? Mein cooles Altbacken deiner. Gut. Wir sind ja schon vor dem Diner, Amy. Da blinkt was. Da ist eine Kirche. Alter. Welche Scheune denn? Was geht, Amy? Ryan, thank God you're here. Are you okay? No! Nothing is okay! They abducted Henry. I have to find a way inside that UFO. Meanwhile, I've been trying to get to Brandon's house because he's in trouble too. We'll help you, Ryan. The cars don't drive anymore, but maybe this old biplane does. We could use the biplane to get near the UFO. That seems like a long shot. But I guess it's our only option. Das sollte funktionieren. But even if we do get close, how the hell are we gonna get inside of that thing? I don't know. Maybe Matt has a solution for that. He is on the farm to get some stuff. Can you tell him that the biplane is almost repaired? All right. And by the way, that officer you called? They got him. They imprisoned him in a barn somewhere around town. I also found some odd documents about Greyhill in a squad car. I never call the police. Brandon forbid that. Yeah? But I thought you don't listen to our chief. Usually I don't listen to him. This time I did. But who called him then? I don't know. I'll go talk to Matt now. Ryan. We'll find a solution to rescue Henry. Traf hier. Dump idea. Naja, machen wir. Also, aber auch die Tür spielt, hier steht hier so sperrangelweit offen. Keine Alien interessiert. Woher liegt es daran, dass sie einen Aluhut auf hat?
Is that you? Du und ich, hier sitzt da ganz entspannt. Ja gut, so, dann würde ich sagen, bin ich mal hier das Video. Schön, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart und Bock drauf hattet. Jo! Also die Viecher sind auf jeden Fall nur mit Waffen zu töten. Mit dem Baseballschläger haut man die einfach nur für ein paar Sekunden außer Gefecht und kann sich dann verdünnisieren. Aber so viel dazu macht das Spiel echt wohl Bock, weil einfach die Atmosphäre und so hat ist. Und man steht ja im Prinzip auch echt die ganze Zeit unter Spannung. Weil man wird ja immer wieder zum letzten Checkpoint zurückgebracht, wenn man stirbt oder entführt wird. Man stirbt ja nicht. Man wird ja entführt. Und das ist schon echt cool, muss ich sagen. Das ist immer wieder ein Horrorspiel, was nicht mit Jumpscares oder Metzeln und Blut beeindruckt, sag ich mal, sondern mit die Atmosphäre und der Stimmung. Ich find's cool, muss ich sagen. Also mir gefällt das Spiel. Bis jetzt. Kann natürlich auch richtig scheiße werden, aber glaube ich eher nicht. Nur ein bisschen komisch ist, dass die anderen Leute hier so richtig schön entspannt sitzen. Da draußen einfach mal ein paar Aliens rumgeistern. Und irgendwie nur wir als Hauptprotagonist, sag ich mal, entführt werden können. Und ich habe genau 0 Schuss. Das ist blöd. Kann ja auch die einen. Kann ich denke auch schlagen? Nö, also. Aber gut, mal gucken. So, dann werden wir im nächsten Video den guten alten Matt suchen. Wer weiß, wo der rumgeistert. Und dann mal zusehen, dass wir unseren Sohn noch wieder finden. Was haben wir hier? Nix. Jo, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne euch dabei. Vielleicht kann ich mich sehr darauf freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auch immer noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.